Worüber ich reden will, ist Mitgefühl. Es ist wichtig, Mitgefühl mit anderen Menschen zu entwickeln. Meistens ist es so, dass wir uns über sie aufregen, über die anderen Menschen. Dass wir sagen, wie kann man nur so blöd sein oder wie kann man nur so unkontrolliert, so unpünktlich sein? Wie kann man nur dies und jenes? Wie kann man mich nur so verletzen? Wie kann man mich nur verlassen? Ich habe doch alles getan. Und wir vergessen dabei immer, neben der eigenen Wut und dem eigenen Schmerz, den wir selbst fühlen und selbst transformieren können, also nicht auf andere abwälzen können, können wir auch eine Art Mitgefühl entwickeln. Und Mitgefühl bedeutet einfach zu wissen, dass wenn ihr so gelebt hättet wie diese Person, mit allen Rahmenbedingungen, mit der familiären Geschichte, mit der aktuellen Situation, dann würdet ihr genauso handeln, wie diese Person es tut. Das heißt, diese Person hat gar keine Wahl, es anders zu tun. Und wir vergessen das oft. Wir oft denken, du hättest doch so und du hättest doch so machen können. Er hätte es nicht, weil er eben so lebt, wie er lebt. Und wenn ihr mit diesen Rahmenbedingungen leben würdet, dann würdet ihr es genauso tun. Und wenn man das weiß, dann entwickelt sich automatisch eine Art Mitgefühl. Dann wisst ihr, okay, er konnte in dem Moment nicht anders und dann ist es in Ordnung. Dann könnt ihr quasi mitfühlend mit diesem Menschen umgehen. Und der ganze Ärger, die Aggression, die projiziert sich dann nicht auf den anderen Menschen. Erstens. Und zweitens erkennt ihr dann natürlich auch, dass diese Aggression, dieses Unwohlsein, was die andere Person in euch vorruft, dass es quasi nur die Knöpfe sind, die diese Person bei euch drückt. Das ist also der zweite Aspekt, der dann um euch selbst geht. Das eine ist Mitgefühl für die andere Person entwickeln. Das Mitgefühl entsteht natürlich auch in euch selbst. Aber wichtig zu wissen ist auch, wenn euch etwas aufregt, dann ist es immer schon in euch drin gewesen. Also das, was euch aufregt, habt ihr selbst erschaffen. Und die anderen Personen, die drücken quasi nur die Knöpfe, die diese Wut hochholt oder diesen Schmerz hochholt. Und die anderen Menschen dann dafür zu verurteilen, dass sie diejenigen sind, die dir den Schmerz hinzugefügt haben oder den Schmerz verursacht haben, ist völliger Quatsch, weil ihr könnt keinen Schmerz empfinden, den ihr nicht schon tief in euch drin habt. Die anderen Personen sind quasi nur die Knöpfedrücker. Und wenn man es mal andersrum sieht, dann müsste man diesen Personen eigentlich dankbar sein, dass sie dieses Schmerz und diese Aggression und die Wut in einem oder dieses Ohnmachtsgefühl in einem hochholen. Weil wenn sie das nicht hochholen würden, dann würdet ihr immer in eurer Komfortzone weiterleben und würdet quasi nicht mit euren Ängsten in Berührung kommen und könntet auch nicht an diesen Ängsten arbeiten. Das heißt, ihr würdet ein mittelmäßiges Leben führen, in eurer Komfortzone, wo ihr nie wirklich glücklich seid, wo ihr immer in diesen oberflächlichen Hochtiefphasen, wo ihr immer diese oberflächlichen Hochtiefphasen überstehen müsst quasi. Und wenn euch dann andere wenn andere Wut bei euch hervorrufen, dann tut ihr immer die anderen beschuldigen oder den Staat beschuldigen oder die Kirche beschuldigen oder was weiß ich. Anstatt zu erkennen, dass das alles schon tief in einem drin sitzt, aus der Kindheit oder auch aus dem Erwachsenenleben und dass das alles selbst erschaffene Emotionen sind und dass die anderen Leute quasi die Knöpfe drücken und ihr den Leuten dafür dankbar sein solltet. Und dann könnt ihr mit diesem, was hochkommt in euch, mit euch selbst arbeiten und das quasi transformieren. Dazu habe ich ja schon genug andere Videos gemacht. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.